Die Kleinsten stehen heute schon früh mit Schlägern und den großen, weichen, gelb-roten Anfängerbällen auf dem Platz. Bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen in Worms. Für die Erwachsenen gibt's zur Eröffnung der Freiluftsaison erstmal ein Gläschen Sekt. Beim Tennisclub Rot-Weiß begrüßt man bekannte Gesichter und hofft natürlich auch auf neue Mitglieder. Wir haben relativ harte Konkurrenz, gerade durch Fußball, Handball. Das ist wirklich, das merkt man. Aber ich denke einfach, Tennis ist, es ist ein Ganzjahressport, halbjährlich ist es draußen. Und die Jugendlichen haben einfach die Chance, tagtäglich Tennis zu spielen. Ein wichtiges Element, um Tennisbegeisterung zu entfachen, der Schnupperkurs für die Kids. Immerhin knapp 30 sind gekommen. Langsam werden sie an das richtige Ballgefühl herangeführt. Worauf kommt es an? Es geht gar nicht um die Technik an sich, sondern einfach, dass die Kids mit Spaß die ersten Grundkenntnisse im Bereich Tennis kriegen und vielleicht ja so viel Spaß dabei haben, dass sie dabei bleiben. Reinschnuppern in den weißen Sport können heute auch Senioren. Trainer Tom Denhardt hat alle Hände voll zu tun und die Teilnehmer sind nach den ersten Schlägen begeistert. Gutes Wetter, schöne Sportart, ein bisschen Bewegung. Vorhand, Rückhand, wie läuft es bisher bei Ihnen? Perfekt. Anders halt wie beim Teamsport muss man sich halt noch mehr konzentrieren und natürlich ist es auch sehr gut an der frischen Luft. An der Ballwand wird ebenfalls eifrig trainiert. Tennis hat wieder mehr Zulauf bekommen, sicher auch bedingt durch die jüngsten Erfolge deutscher Profis. Dieter Kirschenmann, Präsident des Tennisverbandes Rheinland-Pfalz, weiß aber, dass das nicht mit dem Tennisboom der Zeiten von Steffi Graf oder Boris Becker vergleichbar ist. Wir sind natürlich im Leistungsbereich jetzt wieder vorne mit Kerber, mit Petkovic und wie sie alle heißen und mit Zverev natürlich. Und die Problematik ist aber die, dass wir nicht in der Öffentlichkeit sind. Immerhin 400 Mitglieder hat der Tennisclub Rot-Weiß Worms und beim Schleifchenturnier präsentieren sich heute einige Talente aus der Region, wie David oder Max. Die beiden lieben ihren Sport und hoffen, dass Tennis wieder deutlich mehr in die Öffentlichkeit rückt. Ich finde es super, dass wieder auch in den Top 10 und Top 20 wieder deutsche Spieler vertreten sind, weil es ja eine Zeit lang gab, wo fast niemand von den Deutschen da war. Und ich selber spiele Tennis, weil es einfach, ich finde es das beste Spiel, ist besser als Fußball, besser als Handball, finde ich. Und wer weiß, vielleicht war ja heute sowas wie ein neuer Boris Becker beim Schnupperkurs dabei.